Heute berichten wir Ihnen über eine aktuelle kleine Studie in JAMA von Zeng und Mitarbeitern, Antikörper bei Neugeborenen übertragen von den Müttern mit Covid-19-Pneumonie. Eine neue Publikation über einen Einzelfall aus Frankreich macht es nun wahrscheinlich, dass das SARS-CoV-2-Virus intrauterin über die Plazenta von der infizierten Schwangeren auf das Ungeborene übertragen werden könnte. Bisherige wissenschaftliche Analysen zu perinatalen Infektionen wurden als widersprüchlich bewertet, sodass die Frage weiter als offen galt, vor allem auch der Infektionsweg. Theoretisch denkbar wären eine transplazentare Infektion, aber auch eine aszenierende Infektion über die Vagina und Cervix oder eine durch die Umgebung im Kreißsaal. Im vorliegenden Fall ist die Schwangere im letzten Trimester der Schwangerschaft mit SARS-CoV-2 infiziert und mit Fieber und schwerem Husten stationär aufgenommen worden. Nasopharyngeale und rektale Abstriche vom Kind eine Stunde nach dem Kaiserschnitt sowie nach weiteren 3 und 18 Tagen wiesen die E- und S-Gene von SARS-CoV-2 nach, auf die zuvor bereits die Mutter positiv getestet worden war. Entsprechende Blutteste waren ebenfalls positiv. Außerdem wurde das Virus in der bronchoalveolären Lavage des Neugeborenen nachgewiesen. Es wurde nachgewiesen, dass die Viruslast in der Plazenta deutlich höher war als in der Amnionflüssigkeit und auch höher als im mutterlichen Blut. Daraus schließen sie, dass es zu einer aktiven Replikation der Plazenta gekommen sein könnte. Dazu passten die erhöhten Inflammationsparameter, die histologisch nachgewiesen werden konnten. All dies deutet darauf hin, dass die Infektion primär transplazentar erfolgt. Zudem konnte man andere Infektionen als Verursacher der Befunde ausschließen. Beide Mutter und Kind erholten sich von der Infektion und wurden bereits aus der Klinik entlassen. Damit wurde methodisch solide gezeigt, dass im letzten Trimenon bei mütterlicher Viremie eine Plazenta-Besiedlung und Infektion des Neugeborenen möglich ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Fall das Neugeborene voraussichtlich auch ansteckend ist. Offenbar scheint sich dies unter anderem in einer Infektion des Gehirns zu manifestieren. Mit bildgebenden Verfahren hatten die Autoren der aktuellen Publikation Läsionen der weißen Hirnsubstanz nachweisen können, die sie einer vaskulären Inflammation zuschreiben. Gleichwohl sind noch viele Fragen offen, etwa die, wie häufig es tatsächlich zu einer intrauterinen oder perinatalen Infektion kommen kann. Insgesamt scheinen solche Verläufe eher selten zu sein. Eine transplazentare Übertragung mit Infektion des Kindes sei als Problem bei Schwangeren nie völlig auszuschließen gewesen. Denn das Virus ist im Blut der infizierten Frau vorhanden und der zelluläre Rezeptor ACE2, den SARS-CoV-2 zur Bindung an die Zielzellen nutzt, wird sowohl in plazentaren Zellen wie auch im fetalen Gewebe produziert. Da die Produktion von ACE2 abhängig von der Zelldifferenzierung erfolgt, sind Übertragungen und Infektionen aber wohl nur vorübergehend zu bestimmten Zeitfenstern möglich. Dazu müssen nämlich verschiedene Faktoren zusammenkommen, etwa eine hinreichend hohe Viremie der Mutter, die zeitgleiche Synthese ausreichender Mengen des Rezeptors ACE2 auf Zelloberflächen und möglicherweise weiter noch unbekannte genetische Einflüsse. Da diese kombinierte Konstellation vermutlich nicht häufig vorliege, sei auf der Basis heutigen Wissens eine fetale SARS-CoV-2-Infektion wohl ein recht seltenes Ereignis. Zugleich gibt es Hinweise, wie man den Zeitpunkt der Infektion eingrenzen kann. Sollte sich zeigen, dass wie im beschriebenen Fall SARS-CoV-2 übertragen, vor allem in der Spätschwangerschaft und damit zu einem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Organentwicklung weitgehend abgeschlossen ist, wäre zu erwarten, dass sich die Symptome der fetalen und postnatalen Erkrankung ähneln. Unklar bleiben auch bei diesem Fallbericht nach wie vor die Begleitumstände und prädisponierende Faktoren, die den schweren Verlauf erklären könnten. Überdies wissen Ärzte noch wenig darüber, wie sich Infektionen in der Frühschwangerschaft auswirken und welche langfristigen Folgen Mutter und Kind zu erwarten haben. Das Forschungsnetzwerk der DGPM hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, klinisch relevante Fragestellungen in der Schnittstelle von Geburtshilfe und Neonatologie durch prospektive Registerstudien zu bearbeiten. Aktuell wurden bereits in der Cronus-Registerstudie deutschlandweit Schwangere mit SARS-CoV-2-Infektionen sowie deren neugeborene Kinder erfasst. Die ersten Daten dienen als Basis für die Beratung von Geburtshelfern, infizierten Schwangeren und denen, die die Neugeborenen betreuen. Zugleich möchte man mit regelmäßigen Updates auf die Dynamik der Pandemie eingehen können. Die aktuellen Daten, Stand 10. Juli 2020, des Registers sind geeignet, Entwarnung zu geben. 45 Kliniken von insgesamt 118 Registrierten haben 137 betroffene Patientinnen gemeldet, von denen bereits
104 genesen sind. Nur 7 wiesen einen schwereren mütterlichen Covid-19-Verlauf auf, der auf der Intensivstation therapiert werden musste. Von deren Kindern waren 5 SARS-CoV-2 positiv, aber alle Kinder konnten unauffällig entlassen werden. Als weitere Studie zur Klärung des Einflusses der Covid-19-Pandemie auf Schwangerschaft und Geburt ist die Szenario-Studie. Die Studie hebt die Prävalenz von SARS-CoV-2, Covid-19 in der Schwangerschaft und bei Geburt in Franken mittels RT-PCR und IgG-Antikörpern. Es geht sowohl um aktuelle als auch um überstandene Infektionen. Bei Frauen, die eine SARS-CoV-2-Infektion bereits durchgemacht haben, wird überprüft, ob eine Übertragung auf das Kind während der Schwangerschaft oder in der Phase um die Geburt herum erfolgt ist. Weiterhin wird die maternale, fetale und perinatale Komplikationsrate in der Studie adressiert. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der Publikation in JAMA.